Ich wollte nochmal eine Aufnahme starten, glaube ich. Gegrüßt, liebe Leute. Neue Runde. LS22 Multiplayer. Moin. Moin. Nochmal. Diesmal, moin. Diesmal auch mitgestartete Aufnahme. Macht Sinn, glaube ich. Wechselt bei dir aber auch täglich. Mal willst du Produktion dich damit einklinken, dann willst du nicht mehr dafür. Wie kann der schneller fahren als ich? Das kann ja wohl nicht wahrsteigen hier. Das weiß ich auch gerade. Das funktioniert ja auch nicht da. Ach so, du bist ein. Ja, gut. Ja, aber trotzdem fährt er 63. Viel zu viel. Weiß ja nicht, wo du anfangen sollst. Davon haben wir nicht, davon haben wir nicht. Diesel haben wir nicht. Läuft doch alles. Hm? Läuft alles. Ja, läuft alles irgendwie da auf so Halbgas, ne? Ja, und? Es läuft. Da fällt immer nach 30.000. Achso, da wollen wir nicht drüber reden. Nee, das ist nicht vergleichungssicher. Ich will, dass die Liste oben links leer ist und nicht da irgendwie so viel drinsteht. So. Ansonsten müssen wir die Produktion abschalten. Dann drück mal Steuerung und P. Nee, dann müssen wir die Produktion abschalten. Okay, dann musst du das jetzt aber auch dann bei dir ein Single-Projekt machen. Nö, ich feiere ja nicht mein Single-Projekt mit dem hier. Das hier ist ja ein anderes Projekt, hier ist ja ein Multiplayer. Das kannst du ja, wie gesagt, ne? So. Das ist aber bei dir auch. Jetzt müssen wir leider alles abschalten, alles runterfahren, bis wir erstmal ein bisschen was produziert haben, dass wir die Produktion auch mal über 4 Tage lang versorgen können. Danach geht, müsstest du deinen Spielstand löschen und neu anfangen. Nee, das macht keinen Sinn. Wieso mit meinem Spiel? Was soll man vergleichen? Verstehe ich nicht. Nee, ich rede ja nur davon, was oben drin steht bei dir im Spielstand. Sag mal, hast du das Video, oder? Ja, bei mir steht deutlich weniger drin. Also, wenn wir jetzt mal die Nacht spulen, sollen wir mal gucken, wie es dann denn. Ich spule jetzt die Nacht. Ja, und? Wie weit seid ihr? Nee, wie weit seid ihr denn? Wir können noch. Wie brauchen die denn? Wir können auch wieder eine Kanale finden, wie viele weitere denn stehen. Kannst du gut schätzen. Ja, dann stehen wahrscheinlich 40 hier bei uns. Mal wieder Tippspiel machen. Ja. Und meine Punkte wieder zurückhaben. Aber wieso pflanzt ihr denn unter? Hä? Ihr pflanzt unterschiedliche Sachen an, oder nicht? Ach, und? Ich mach vom Meer. Oh, euer Ernst? Nee, oder? Ich hab Kleben. Nee, ihr seid ja solche Helden. Helden. Da war doch der ganze Abend schon. Fantastisch. Oh, das sind ja so schöne Streifen. Er war der Schuldige. Ja, Scheiße. Ich bin schuld. Und kannst Uiuiui. Gut, dass ich weit weg bin. Aber das ist doch fast einmal mit Profis arbeiten. Ja, das ist doch fast dasselbe. Schön abgelenkt, vom Produktionsproblem hier bei uns. Schön Vokalstrecke. Ja, jetzt müssen wir nochmal neu sehen. Ja. Strafarbeit, Nacharbeiten. So, Vermehrungsgrad. Ja. Ja. Muss man versuchen, wieder überzubügeln, deine 4 Bahnen da oder was das sind. Ja, jetzt mache ich erstmal eine und dann gehe ich zurück. Schön, zart, gut. Oh nein, die Produktion und so weiter. Oh, ja, das ist so viel, als ich die ganze Kalkulation passt jetzt nicht mehr. Ich glaube auch. Eieieiei. Soll ich mir vielleicht doch noch Weißkohl ernten? Nachsitzen hier. Ja, das passiert bestimmt noch. Ich mache die Vulkanbahn, okay? Vulkanschnecke muss jetzt halt noch Weißkohl ernten, oder wie? Och, das mache ich gerne. Kannst du mal kaufen, Stunden später oder was? Könnte noch jemand mit zum Pflügen unterstützen? Könnte, bestimmt. So. Theoretisch. Ihr wollt mich ja über den Acker heizen. Also, aber die Erdbeeren, wo sollen denn die Erdbeeren jetzt hin? Sonst sind sie gleich voll. Oder geht das noch bis Mitternacht gerade auf? Ins Zentrallager. Wie viele Stunden haben wir? Naja, 6 Stunden sind das noch, ne? Aber jetzt kannst du deine Punkte einsetzen. 18, naja, müssen wir noch leer machen. Das wird ein bisschen, sonst würden sie volllaufen. Ich kann ja einfach welche Paletten auslagern, ne? So viel gehen ja eh nicht raus, aber. Mehr als 22 weitere, aha. Ja, gut, das ist ja viel zu einfach. Wir haben jetzt schon 21 weitere. Nein, wir reden von den normalen. Nee. Wir müssen ja mein Monitor hier als Referenz nehmen. Das Richtige eingeben. Siehst du, letztes Mal ist es nämlich andersrum gemacht. Ja, und da musst du ja aufpassen. Naja, das ist ja so nicht vergleichbar für die Zuschauer, ist ja Quatsch. Ja, dann musst du mal Booster ausschalten. Dann muss ich mal Booster ausschalten, damit du die Umfrage, die du gerade geschaut hast, richtig darstellst. Ja. War das denn überhaupt? Nee, aber ihr müsst bedenken, das kann tricky werden, wenn wir jetzt Produktionen abschalten. Mitternacht. Moin, Marco. Ja, die Erdbeeren aber doch nur oder die Plantagen. Ja, und die Kirsche. Da sind ein paar dann weg. Man könnte das überhaupt noch einstellen. Das ist nicht mehr. Achso, aber da stehen jetzt schon 21 weitere. Ja, bei Fett. Aber wir reden ohne Booster. Ja, er hat auch sich überlegt ohne Booster. Also für die Zuschauer, die Tippspiele teilnehmen wollen, ohne Booster.
Ja, wie viel stehen da jetzt ohne Booster? Keine Ahnung. 6. 6, aha. Oh. Wieso unter Zahnrad? Unter welchem Zahn? Ach, unten unter dem Zahnrad, ne? Unter der ganz normalen Einstellung und da muss man. Ich glaube, ich brauche eh nicht ticken, weil Booster sonst auch niemand aus. Getippt hat. Traut sich niemand. Naja, es war ja auch verwirrt jetzt hier mit der ohne Booster oder mit Booster und. So 6 weitere steht da, ja. Aber Booster macht ja halt das Große aus, ne? Das ist ja. Ich meine, so stehen jetzt auch 31 da insgesamt wohl. 25 plus 6 weitere. Und da haben wir wieder unser Dieselproblem, was eigentlich schon seit letztem Jahr Mai gelöst sein sollte. Ich habe nur gesagt, dass das einmal nicht drin steht und es stand ja auch nicht einmal drin. Schön. Ja, da kommt der, dass immer mal wieder einer reinkommt, ist klar, aber der Fischer hängt da schon bei einem Tag 20 Stunden. Ach ja. Ich bringe den Diesel da jetzt hin. Egal. Ich bin auch schon am Diesel fahren. Aber wer hat denn jetzt hat den Traktor geklaut beim Flug? Ich wollte jetzt in den Flug neu springen da am Feld 69. Jetzt steht der nackig dort. Hat irgendeiner den Traktor geklaut? Ja, den Trecker vom Feld nehmen und lässt den Flug da stehen. Ich hab da gar nichts gemacht. Doch, du bist doch mit dem Kleinen dahin. Ja, was hat er mit dem großen Träger? Warte, ich hab den Kleinen gerade weggefahren, nichts anderes hab ich da gemacht. Ja, der Kleine hätte den Flug mit zum Hof nehmen müssen. Ja, als ob. Ich hab mit dem Kleinen die Gruppe hochgefahren, hab den Träger umgeteilt. Nee. So einen Quatsch machen wir ja gar nicht. Das war die Mitarbeiter nicht im Kopf. Das gibt doch noch Therapiestunde heute. Mit Überstunden. Mahnung. Der Trecker war viel zu untermotorisiert für so ein großes Gerät. Ich habe doch fast keiner einmal geschoben letztes Mal. Ja. Damit er ein bisschen schneller ist. Tatsächlich nicht ein einziger Mensch ab. Ich glaube, die guckt überhaupt noch niemand zu. Warum sich alle nicht? Ja. Schlafen alle. Nicht. Die schlafen schon vor wegen der Stunde, die geklaut wird. Sind das bei mir auch gar nicht. Wahrscheinlich. Ja, das ist schon 12:30, ne? Wo bist du zur Flüge? Auf der 76, glaube ich, oder? Aber auch nicht mit der Umfrage. Hast du sie jetzt rausgenommen? Nee, ich sehe sie einfach nicht raus. Oder ist sie schon durch, ne? Oder wie? Ja, ist schon durch. Nee, die läuft noch. Feld 76. Eine halbe Minute. Ja. Okay. Ja, es war verwirrt. Wie gesagt, hätte man gucken müssen, ob bei mir die Booster aktiv werden. Da hatten wir ja schon 21 weitere. So, Rohölraffinerie. Jetzt wird gefahren. Wir müssen sich tippen hier. Ja, selbst das Team traut sich nicht zu tippen. 22 weitere. 16 mehr als jetzt. Ja, doch, passt hier. Wenn ein einziger nur tippt, dann kriegt er auch nur das, was er getippt hat, wieder zurück. Ja, Punkte kannst du nicht gewinnen, nee. Was in der falsch liegt? Ja, stimmt, was passiert dann eigentlich? Keine Ahnung. Hä? Dann krieg ich sie. Ich glaube, dann kann die Wette nicht stattfinden. Ja, wenn ich ja schon kein Geld kriege, dann kriege ich wenigstens die Punkte. Du fährst jetzt eine Ladung Diesel da zum Fischer, oder was machst du jetzt gerade? Ich fahre den Diesel überall hin, außer zum Fischer. Was? Sinnvoll auf der Reihe arbeiten. Ja, von unten nach oben oder nicht? Nee, von oben nach unten. Das andere ist ja zu einfach. Pascal muss den Diesel verkaufen, damit er auch immer schön mit weiter oben drin steht. Ja, dann kaufe ich welchen ein an der Tankstelle, ne? Ist euch klar.
Das hab ich mir schon gedacht. Ja, aber du musst ja 2 Tage warten, bis der Tanker voll ist. Das macht nichts. Kaufe ich mehrere Tanker, stelle an jede Tankstelle ein. Nee, da müssen wir schnell das Geld irgendwie loswerden. Da kann ja nichts mehr kaufen. Ja, gib mir das doch. Einfach gut schreiben auf mein Konto, dann ist das weg. Nee. Nur arbeiten. Ich nicht kriege ich. Das ist schlecht. Da sind einmal noch ein Diesel noch aufgefüllt. Ah, gut, dann muss ich gleich mal suchen gehen. Wir jetzt aber die Zeit mal schneller machen. Mhm. Nein. Noch nicht. Doch. Nein. Ihr halt fertig. Ihr müsst ja etwa das erforschte nacharbeiten. Ne? Richtig. Das ist schon weg. Nein, ich sag das. Das aber ich muss schon. Gleich noch mal gucken. Das Unkraut meinst du? Das Klee, ja. Unklee. Ach so, stimmt. Eigentlich müssen wir auch noch striegeln. Ich striege nicht, ich habe hier was gewusst. 78, ja. Ja, auch. Oh, ja. Da fahre ich höchstens mit dem Murcher durch, da ist das wenigstens sauber, das Feld. Ja, ich striege gar keinen Fall. So. 78, nur als durch das Striegeln. Ja, lieber mit der Bleispritze, ne? Ja, oh, nicht Gift drauf. Aber wird es halt noch nicht reichen. Was bringt das eigentlich, das Strich? Wie viel Bonus? Gar nichts. Aber dann müssen wir. Dann brauchen wir weniger Spritzmittel. Weil wir ja nicht genug haben. Mit Produktionen und Feldern. Das war klar, das fährt wieder anders rum, weil ein Pferd hier. Uhrzeiger, sein Kollege. Der läuft dann überall auch anders rum als bei Vulkanschnecke. Das ist bei euch jedes Mal. Was habe ich verbrochen? Wieso? Hier ist doch Uhrzeigersinn. Ja, und dann fahre ich Uhrzeigersinn. Der Bohrinsel ist doch kein Uhrzeigersinn. Oh, scheiß Leck gerade, ich fahre ein bisschen hier links platt. Ja, ja. Ja, man sieht es ja, das ist wieder übergelenkt auf einmal. Oh, schon wieder. Das jetzt, ich deswegen, wie wenig ich einschlagen kann. Jetzt wissen wir das auch. Wer ja, genau. Ich sage es doch hier, Horst ist. Boah, das arme Gemüse. Ja, wie oft waschen dann halt. Vor allen Dingen das viele Saatgut, was man da verbrannt hat. So. Ja. Das ist das Schlimmste. Ja. Das ist das Schlimmste, ja. Der Zuckerbogen. Kannst du ja wegmachen. Nee, das war jetzt gerade mal, das ist ein. Können wir jetzt wegmulchen, das Feld? Müssen wir neu anpflanzen. Mhm. Eine Bahn weiter. Ja, also wir durch einmal mulchen und wieder neu ansehen. Oh, Firefighter. Das ganze Feld, ne? Nix da, jetzt haben wir das gleich ordentlich. Verkaufen das einfach. Das Zuckerrohrfeld wird verkauft. Jetzt wird Fett auch noch Zellstoff mit Hahn anliefern. Ach nee, diese Fahrwege sind so wirre. Produktionsbeauftragte möchten die Erdemission nicht machen. Das ist so breit, dass man hier nicht mal mit Freunden nebeneinander kann. Ja, als wenn ich Rücksicht auf dich nehmen würde jetzt. Nach deinen ganzen Chosen heute Abend hier. Das ist der ist ja immer noch da, der Strich. Was ist das hier? Das Skal ist immer noch da, ja. War so nett und hab dich mit zum Hof genommen. Ich glaube, der muss bleiben. Und den Trecker, der hätte stehen bleiben sollen. Ich bin irgendwie lieb heute Abend. So ja, wieder. Absolut. Hat angefangen. Der LKW ist kuschelt. Ja, schon gesehen, wer angekommen ist. Ne, ich stand da und dann kommt er immer hinterher. War schon wieder weg. Kleines Kind, er ist angefangen. Du bist aber schon. Nein, du bist schon. Nein. Ja, wir wollen die Zeit jetzt wegspulen, damit wir noch weiterkommen und dann können wir Feierabend machen für heute. Schicht im Schacht. Jo, jetzt seid ihr fertig mit eurem Einzelnen. Jetzt ist fertig, jawohl. Strich ist weg, alles ich klar. Guck mal, weil er mich zur Seite geschoben hat, habe ich sogar noch hammer viel Methan dabei. Nervtyp. Ich habe dich überhaupt nicht beiseite geschoben, ich habe dich nicht mehr berührt. Wahrscheinlich hast du denn den Trigger blockiert mit deiner Entladung. Oder du hast mir wieder rübergeladen wahrscheinlich. Das kann es haben, ja. So, welche Zeit wollt ihr haben? Das wird wahrscheinlich das Problem gewesen 60. Sein. 60.
Hier, kriegst du mein Methan auch noch. Ne? Was machst du denn? Ja, wenn du hier rumnervst. Das geht ich nicht. Ich kann nichts. Ich hab nichts gedrückt. Boah, jetzt fahren doch noch die Spiele gegenseitig ab. Ja, jetzt wird Methan nämlich übergeladen. Wer ist jetzt eigentlich der in dem gelben, hässlichen LKW? Bitte? Also ist Pascal der da gerade so angerast kam. Was machst du denn da jetzt erst raus? Nein. Also ich hab jetzt nichts mehr drin. Hast, wie viel hast du jetzt drin? Ich bin gleich voll. Ja, weil ich übergeladen habe. Das andere macht ja keinen Sinn. Dann lädt der eine auf, der andere lädt er über und dann ist es bei dem anderen wieder drin. Winnie, komm, machen wir mal jede zweite Bahn, ne? Ja. Achso, nee, oh, das, als du solltest. Hm? Dass ich jetzt die zweite und du wieder. Alter, muss ich die dritte nehmen, okay. Nee, die zweite. Ich fahr jetzt hier rein. Ja, dann. Ja, Beine stopp. Das ist jede zweite. Dann passt's gut mit dem Wenden. Ja, einfacher ist, wenn wir eine Bahn versetzt fahren. Aber egal. Wird ja dunkel hier, ich muss mal Licht anmachen hier. Ja, ärgerlich. Oder fahre ich schneller wie du? Wahrscheinlich, ich weiß nicht, was du für einen Träger hast. Oh, ja, ich fahre deutlich schneller. Also ein paar PS mehr, ne? Wie schnell fahrst du? 22. Ja. 5 km/h schneller. Und dann wurde das Fahrzeug genommen. Wieso? Ich hab den größten genommen, wo im Lager gestanden ist. Außer dem Raubevieh, wo ewig braucht, bis es hier auch wahrkommt. So, jetzt hat immer noch keiner Vollmilch gefahren zur Eisfabrik. Wieder, wenn alle am Arbeiten sind. Ja. Ist jetzt Ding ist jetzt voll versorgt, die Olivenplantage, oder? Oh, nee, da ist noch kein Herbizid. Achso, muss das hinterher aus. Da ist doch was hingefahren. Nö. Wahrscheinlich woanders abgeladen. Doch, da brauchst du Fernlicht hier. Oder das ist reingeladen. Wahrscheinlich hat es jemand anderes aus dem Anhänger. Wahrscheinlich hat es jemand anderes aus dem Anhänger rausgeklaut. Ich kann ja schnell was fahren, ist da noch in der Pflanzenschutzwäsche. Ja, toll, bei den Erdbeeren sind jetzt 12.000. Ja, bei den Erdbeeren habe ich auf gar keinen Fall was reingefahren. Ich war nicht bei den Erdbeeren. Entweder ist das bei den Kürbissen oder beim Herbizid gelandet. Ja. Bei den Oliven. Das ist Herbizid. Aber nirgends ist so viel. Die anderen haben alle nur so 3000. Ich habe auch nur 3000 Liter mitgehabt. Jedenfalls liegt es jetzt bei den Erdbeeren ein Jahr lang drin. Glückwunsch! Da braucht man sich da gar nicht drum kümmern. Ja, ist ja gut, ne? Kannst jetzt ein Jahr ausmachen. 9 Monate, ne, hier, ne? Sehr gut. Kompetente Mitarbeiter. Rechne das mal zusammen hier, dass da schon wieder ein Kapital drin ist. Vor allem, wenn wir jetzt nicht gestriegelt haben, dann können wir das gut auf die Felder ausbringen. Unser Berater müsste auch noch was sein. Jupp's, moin. Einfach kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Ja, warum krieg ich denn jetzt hier nichts raus? Wir haben nochmal einen Wurstbedarf von Vulkanschnecke. Gibt's schon eine frische Bratwurst? Nein. Ich bin gleich wieder auf dem Hof. Also ich hab ja. Hunger, ihr wisst. Ich kann mal gucken, ob da schon was ist. Ich auch. Obwohl, jetzt bei der Geschwindigkeit könnte ja sein, dass da schon was ist. Aber wahrscheinlich ist bei der Geschwindigkeit wahrscheinlich gleich Bier auch wieder leer. Ich weiß nicht, wie viel. Na toll. Fahren. Ja, Dani, also kommst du bei Aldi vorbei oder bei der Tanke, dann bringst du Bier mit. Ja, da ist ja nichts drin.
bei den Tanken. Die Geschichte wieder. Ich habe vorher mal reingeguckt, wo wir da unten da rumgammelt sind. Da kann ich nicht mal einen Kaffee trinken. Nicht mal, oha. Wo? Bei der Aral. Achso. Unter bei 54. Ist alles leer, wenn du dann reinguckst. Pascal, organisierst du jetzt noch Herbizid? Ja, ja, ich muss aber ganz zum Separator fahren, ne? Ja, dann sollten wir mal die Zeit noch mal kurz anhalten. Oh, ihr wisst doch, was ihr wollt, ne? Ey, aber erst wenn's hell ist. Ja, genau, ich denke auch, erst wenn's hell ist wieder. Ja, aber die läuft ja nur 4 Monate, da ist es ja. Dann haben wir jetzt nicht mehr genug Oliven. Speedy, was hast du denn jetzt gemacht? Ich hab wieder irgendwas von irgendeiner blöden F1. Hast du auch nochmal, ich steig mal aus. Ich umsteigen. Ah, nee, so geht doch. So, jetzt muss ich nur wieder zu meinem Auto. Zu arbeiten. So hängt das raus, nicht mehr viel. Du wolltest auch gar nichts los. Black Forest? Ich bin doch schon wieder da. Was meinst du, Striegeln oder irgendwas, aber? An den anderen halt. Ja, jetzt ist eh zu spät. Also 5000 Liter Pascal maximal. Ja, ich weiß aber nicht, wo die 3000 Liter hingepumpt hatte. Na, zu den Erdbeeren. Ich war eigentlich auf den richtigen Trigger. Das müssen auch mehr wie 3000 Liter gewesen sein, sonst wären da jetzt keine 12.000. Ich hatte 3000 Liter nur mit. Ja, das hat sich da drinnen vermehrt, weil du es dreimal abgeladen hast oder so, oder viermal. Ja, praktisch. Also mehrfach machen dann. Aber für dieses Jahr auch schon genug herbezieht. Probier's mal, ob das beim Verkauf auch geht, dass es einfach mehrmals abschließt. Haben wir für 2 Jahre Herbizid drin. Ja, immer wahrscheinlich von dem Projekt hier. Was ja auch immer länger dauert mit einem Jahr. Naja, 2 Jahre brauchen wir auf jeden Fall noch, bis wir alle Produktionen haben. So, wollt ihr noch irgendwas mit Iwalze machen hier? Keine Bratwurst aus dem Grill. Oh, nee, nur Grillkohle dann. Nein. Nix. Als Selbstversorger musst du deine eigene Wurst mitnehmen. Kannst. Wird nur Grillkohle gestellt. Wird nur Grillkohle. Eieiei. Musst die Gemüse grillen. Ja. Das ist bei uns aber auch so. An der Grillhütte. Das Holz dazu, das wird gestellt. Aber das Grillgut muss ich selber mitbringen. Gut, wäre auch schwierig, jetzt, das zu kühlen. Jetzt kommen da auch ein und futtern alles. Nee, Strom und so weiter gibt's schon dort. Also. Okay. Gut, dann könnten wir es theoretisch ja machen. Gibt's ja auch hier bei uns oft solche Getränke. Automaten. Und so Wanderwegen. Mhm. Im Schwarzwald. Ja, aber bei uns gibt es auch Schalle-Automaten. Direkt am Wingert. Na ja. Direkt am Wingert. Ja. Ne, aber diese Getränkestation. Schnapsbrunnen heißen die meistens. Ja. Wie heißt das? Schnapsbrunnen. Genau. Aber Schnaps gibt's dann nicht, oder wie? Es gibt es auch. Doch, in grauen Mengen. Schnaps. Damit man diese Wanderwege ertragen kann, oder was? Die Wanderer, die hätten dann ihr Schnapsbecher da oben hängen und hätten dann drunter. Aber das gibt's nur drüben im Badischen. Auf der anderen Seite. Nee, das gibt's in der Pfalzach. Aber hier bei uns nicht, auf der württembergischen Seite. Ich kenn's bloß von Rheinland-Pfalz. Das echt ein bisschen nee. Ich stand halt an der Wanderwege, stand dann so Stationen und irgendwann hätten sie alle umrichten müssen auf EC-Karte, ne? Bitte? Hm. Also das gibt's hier nicht. Das gibt's nicht. Ist hier einfach nur so auf Vertrauensbasis. Ich kann einen Kuchen von Sky, wo man macht. Okay, was für ein Kuchen? Ja, aber wegen Jugendschutz. Was? Hm. Nö, den gibt's im Schwarzwald nicht. Jugendschutz. Ja. Ja, weil dann kann ich ja kein Bier oder Schnaps oder Schorle ausschenken an Minderjährigen. Das ist ja nichts Offizielles, das tun die Leute halt. Kirsch wahrscheinlich sehr stückig, ne? Ich hab's von offizieller Automate.
automatisiert. Kannst du kirschen. Nein. Wird das nur pariert. Black Forest aber nicht. Offizielle Automaten. Okay. Das ist kein Automat. So das schmeißt also so irgendwelche Gelee Brunnen eben. Meistens wohl, genau. Dann, wo die kühl gestellt werden. Ja. Und dann so kleine Kälte, so kleine Schränke oder so. Und so ein Quatsch habe ich auch nichts gehört. Das gibt schon. Alter, da ist ja auch noch einer schön durchs Gemüse gedonnert. Alter Falter. Hm? Da ist ja wirklich das halbe Feld schon umgeflügt. Im Schwarzwald haben die irgendwie auf Wanderwegen meinst irgendwelche du, das Getränke. Das ist Feld Nummer 9 da. Ja. Gerade die andere Seite mal lang gefahren. Da hat das schon der Wanders hingekommen. Ja, das Feld sieht schon aus. Jetzt sind die schlecht connected da irgendwie. Ne, warte mal, ich war auf dem falschen Turm, aber auf Barge. Also jetzt hat er angenommen. Das macht er nicht falsch. Eisfabrik braucht die ganze Bäume nicht. Ah ne, die braucht ja das aus der Molkerei. Ich war jetzt zur Molkerei. Da braucht man ja Paletten. Ja, aber also Speedy kann doch wieder schneller spulen. Ja, bis 6 ja. Uhr können wir auf jeden ja, Fall machen. Ja, wir machen Feierabend. Ist ja jetzt auch schon gleich. Theoretisch 20 vor 1. Deswegen machen wir gleich Feierabend. Da muss ich jetzt schnell noch was trinken, damit ich die Stunde aufhole. Sag mal, ich fahre noch die Milch hier weg und dann zum Hof und dann weiß man so. Aber die Milch soll nicht zur Eisfabrik, das weißt du schon. Die fahre ich zur Molkerei. Gerade festgestellt. Ne? Hm? Nee. Ups. Ups. Die Geschichte wieder. Ups. Shelly meinte gerade, ob sie schon mal Strom ausmachen soll auf der Fernbedienung. Ich sag, nein, vielleicht noch nicht. Was Strom aus der, auf der Fernbedienung? Ja, wir haben doch, also wir sind überall vernetzt keine praktisch Bratwurst, mit diesen hier Stromfernbedienung. Nee. Um die komplett abzuschalten sozusagen. Die, ja. Achso, wer braucht denn eigentlich dringender die Milch? Die, hatten wir Käserei überhaupt? Nee, die haben wir denn nicht. Also, oh Gott. Hier kriegst du nur Bier. Ja. Hm. Auch aber was essbares. Das heißt, dann ist das ganze Arbeitszimmer oder Gamingzimmer dann stromlos oder wie? Ja, einzelne Steckdosen, ne? Der macht das da so ein Radau hier. Jawohl. Das eine. Das ist geil. Da sind diese Stromsteck, also das kannst praktisch die Steckdose dann mit aus. Nicht vorhandenen Bratwürstchen vollgestaubt. Okay. Scheiße, du hast keinen Standby. Stecker aus der Steckdose ziehen, gut. Ja, aber das mache ich ja nicht jeden Abend mit dem ganzen Rechner hier. Das sind hier also ne? Ich habe bei mir mein Laserdrucker auch aus der Steckdose. Ich wollte doch gerade Licht machen. Ja, wir haben auch, wenn wir jetzt, die ganz Bock zu laufen. Genau, das bei uns auch, wenn wir jetzt länger weg sind, dann kann das alles hier, dann muss mein Rechner ja und die ganzen Monitore, das muss ja nicht alles im Standby-Modus rumlungern. Nee, ja. Ich habe da halt eine Mehrfachsteckdose. Ja, die hängt dann da dran. Sozusagen, also das ist so praktisch ein An- und Ausschalter und dann ist da die Mehrfachsteckdose, weil das brauchst du ja eh, ich weiß nicht, wie viele Stecker hier hinten an meinem Computer dran rumbimseln. Ja, seht schon einige. Cool Traktor Ice Cream. Mhm. Durchzählen, aber 10, 12, gar wie lange? Spiel, du kannst auch heute auch mal 60 gehen. Er sagt dir, ich soll schneller machen, ich soll nicht schneller machen. Ja, so, ich sag so, ich wollte ja zur Molkerei rein, wenn ich. Nur oh, muss ich aber eben wieder ein bisschen Fruchtblatt fahren, glaube ich. Das kannst du gut. Mhm. Nee, ich hab dann meinen Schwarz-Weiß-Laserdrucker, der steht im Schrank. Das bietet ja mal einen anderen Anzug an. Ja, habe ich letztes Mal schon angehabt. Mhm. Wir haben letztes Mal wohl nicht zusammengearbeitet, waren wir auch wieder getrennte Wege hier. Ja. Einmal besser. Oha! Im Multiplayer. Ja, hier kann nicht jeder mit jedem zusammenarbeiten. Fett ganz längs, um mich bei der Molkerei hinzubringen. Ich wollte noch ein bisschen rumfahren, ein bisschen Zeit rumkriegen. Also. Also kommt die ganze Bude auseinander. Ja, es gibt kein Karibisch. Ja, eben. Geht echt Problem. Nicht. Es gibt hier nichts zu essen hier. Nee. Ich muss gleich noch in die Küche, ey. Das Beschwerden ist das schriftlich an die Produktionsbeauftragten. Oder? Also, gibt doch flüssig Brot. Ja, ich glaube, wir hätten es gar nicht bauen sollen. Nee. Wäre besser gewesen. Gewesen. Ja. Das könnt ihr euch jetzt noch monatelang anhören, bis mal irgendwann der Schlachter da ist. Ja,
du auch einfach einkaufen wirst und das wird wirklich. Nee, das geht ja gar nicht. Nee, ist gesperrt. Nee, das wäre zu einfach. Außerdem kriegt ihr doch hier was zu essen. Hier ist doch lecker Eis. Die Waffeln. Eis? Gibt's Eis? Ja, aber Eis, platzieren. Da wird man nicht satt von. Das kann man. Das stimmt. Wenn einem der Magen auf Halbmast hängt, reicht Eis nicht aus. Eis hätten wir zumindest, ne? Ja, also hier ist aber kein Eis in der Truhe. Null. Aber hier vor eine kleine Waggon hier. Am Wagen. Ja. Ach, da, das cool Traktoreis da. Wieso geht jetzt die Tür nicht mehr auf? Weil ich erstmal geschlossen habe. Ey! Ein Riegel vorgeschoben. Hat der gerade einen Egger wieder vorgeparkt. Danke. So, wieder raus. Also ich meine, wenn Essen da gewesen wäre, wäre es ja okay gewesen, aber so. Ja, du kannst hier halt nur die Flüssignahrung nehmen hier. Und Waffeln. Nein, Waffeln? Die Flüssignahrung hier. Keine Waffeln. Das Flüssigbrot, ja. Ich meine hier die Eiswaffeln hier. Nee, Bier. Da muss der Kerbstand daneben. Wie ist das denn? Mehl haben wir, Ei haben wir, Milch haben wir. Es ist ja auch klasse. Eiscreme mit Senf und Ketchup oder was? Ja, natürlich. Genau. Das ist eine komische Idee. Also der Ketchup wird normalerweise mit Chefsoße. Vorsicht, der Chef kommt. Achtung. Also normal können wir echt das Flüssiglager hier abweichen und dann können wir doch daneben noch den anderen Chemisch dann platzieren. Sieht aber aus wie Senf und Ketchup. Ja. Chocolate and Cream müsste auch anders aussehen. Ist das so nicht daneben? Ja, wir haben eh kein Geld aktuell. Cream ist das Karamell oder was soll das sein? Von hinten. Sahne, Cream ist Sahne. Wir beobachten das hier aus dem Schwebemodus. Jetzt aber die Farben passen nicht, das stimmt. Wird noch gehen. Wenn wir den daneben setzen, müssen wir die Bäume wegnehmen hier. Wie war das? Wir hatten die Pflüge hatten wir doch irgendwo anders. An der Gärtnerei. Gärtnerei. Jetzt bin ich schon am Hof. Nö. Da auch stehen. Ah ja, dann kann ich das sauber machen. Rum. Was macht der denn da schon wieder für einen Quatsch? Nix, der ist runtergefallen. Und immerhin gibt es noch ein Feierabendbier hier. Das ist doch schon schal und warm geworden von der Sonne. Ja, ist frisch rausgestellt gerade hier. Es ist so. Von den Scheinwerfern warm geworden. Sind wir schon wieder pleite. Ja, da ist er schon wieder so weit. Hier kannst du. Uiuiui, das passt doch nicht. Es sind 13 weitere, ne? Aber wir sind noch nicht ganz bei 6. Oh. Der macht die Anlage da hinten kaputt. Aber war ja auch nichts zum Auswerten noch, oder? Ist abgebrochen das Ding, ja, ne? Ah, ja, ist das. Der steckt drin. Wir brauchen eine neue Mischigo-Anlage hier wegen Lagern. Oh, Alter, ich guck da nicht hin. Ja, auf jeden Fall geht unser Multiplayer-Projekt dann jetzt auch in die Osterferien. Weiter geht's irgendwie nach den Osterferien und die sind in Schleswig-Holstein ja recht lang. Wobei, gut, ist sogar, glaube ich, noch in den Ferien, ne? Müssen wir gucken. Also, Robert, ich hat jetzt wieder 5 Minuten hier. Ich glaube, am 17.04. geht's denn hier weiter. Aus. Wer wollte schon nicht immer mal einen Trecker auf dem Dach haben? So, jetzt, wo ist die Gruppentherapie für euch? Nächstes Mal durchtappen, wundert sich dann einer, hey, was ist denn hier passiert? Genau, wenn es ihm schlecht wird, weil er nicht spindelfrei ist. Ralf kämpft ja immer noch mit dem Flug. Hängt bei 13 weiteren, passiert um 6 noch was? Ne. Was ist, wenn du deine Booster machst? Wie viele weitere hast du denn? Weiß ich nicht, 30. Jetzt weiß ich zumindest schnell, wo steht. 29. Ja. So, dann können wir mal Erdbeere abschalten. Und Kirsche abschalten. Mach mal. Wie gesagt, vielen Dank fürs Reinschalten, Leute. Und wie gesagt, kurze Osterpause. Wahrscheinlich am 17.04. geht es weiter.
Von daher. So, jetzt stehen ja ein paar weniger drin. 12, ja. 24. Von daher, schönen Abend noch, angenehme Nachtruhe. Denkt an die Zeitumstellung. Es ist schon kurz vor 1. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.